Mit einem außergewöhnlichen Projekt thematisiert das Staatstheater Wiesbaden zur Woche der Freiheit das Thema Freiheit. 80 Minuten Freiheit ist ein Projekt, das in Kooperation mit der Stadt Wiesbaden stattfindet, am Staatstheater. Es ist ein besonderes Projekt, da es ein Audio-Walk ist. Die Zuschauer laufen in Vierergruppen alle halbe Stunde durch die Stadt und werden mit ganz unterschiedlichen Konzepten, Ideen, Stimmen und Orten von Freiheit konfrontiert. Meine Stimme wird dich ab jetzt begleiten. Mit dir einen Weg durch Wiesbaden gehen. Wiesbaden feiert derzeit die Woche der Freiheit. Eine Woche frei sein. Auf einer Skala von 0 bis 5. 0 heißt völlig unfrei, 5 heißt völlig frei. Wie frei fühlst du dich? Den Besucher erwartet an unterschiedlichsten Orten eine ungewohnt neue Art, sich mit dem Thema Freiheit aktiv auseinanderzusetzen. Hier habe ich 1959 als Page anderthalb Jahre gearbeitet. Und das Verrückteste war, ich durfte Elvis die Gitarre hochtragen auf sein Zimmer. Und das Schöne war, er hat mir noch $5 gegeben. Die Künstlerklause, die war um die Ecke von der Kuckucksuhr. Und es war halt für Schwule in Wiesbaden Refugium, sich dort treffen zu können, ja, und einigermaßen sicher zu sein, dass einem nichts passiert. Im Rollstuhl dürfen die Gäste definieren, inwieweit Mobilität für sie als Freiheit im Vordergrund steht oder ob die Mobilität der Luxusklasse Freiheit bedeutet. Das ist Penelope, ein Rolls-Royce von 1957. Gibt es nur 8 Mal auf der Welt. Machen Sie es bequem und genießen Sie die Reise. Wohin die noch führt? Nehmen Sie sich die Freiheit und finden Sie es heraus. Yeah.